Zerstörungsfreie Prüfung im Werkstofftechniklabor. Das Farbeindringverfahren. Ein Video für die HAW Hamburg mit Unterstützung vom BFSV. Das Farbeindringverfahren wird zu den zerstörungsfreien Prüfungen gezählt, da geprüfte Bauteile nicht unumkehrbar zerstört werden. Es wird hauptsächlich angewendet, um Risse in metallischen Bauteilen und Schweißnähten zu entdecken. Allerdings ist das Verfahren auch bei Kunststoffen und keramischen Werkstoffen anwendbar. Der Wirkmechanismus hinter der Farbeindringprüfung ist der Kapillareffekt. Die Kohäsionskräfte innerhalb einer Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zur Wand einer Kapillaren sind die maßgebenden Faktoren. Niedrigviskose Fluide sind wesentlich stärker durch den Kapillareffekt betroffen. Deshalb ist das Eindringmittel auch ein sehr niedrigviskoses Aerosol. Der klassische Ablauf besteht aus 4 Schritten. Als erstes wird der zu prüfende Bereich gereinigt, um Verschmutzungen zu entfernen. Als zweites wird das Farbeindringmittel aufgetragen und muss für eine Weile einwirken. Als drittes findet eine Zwischenreinigung statt, um überschüssiges Eindringmittel zu entfernen. Und als viertes wird der Entwickler aufgetragen, um die Rissanzeige zu starten. Das ist das Reinigungsmittel, ein leicht flüchtiges Lösemittel. Das ist das Penetriermittel in kontrastreichem Rot. Und dies der Entwickler auf Kreidebasis. Als Prüfstück verwenden wir dieses Zahnrad. Mal sehen, wo wir hier Risse finden werden. Da es sich bei dem Prüfmittel um Aerosole handelt, arbeiten wir in einem Prüfstand mit einem Abzug. Um den Prüfstand nutzen zu können, wird der Hauptschalter umgelegt und das Licht und die Belüftung eingeschaltet. Wir arbeiten mit Weißlicht. Dazu wird die Flächenleuchte eingeschaltet und die Beleuchtungsart auf Weißlicht umgestellt. Die Bauteiloberfläche wird gereinigt. Dazu wird der leicht flüchtige Reiniger genutzt, der sehr schnell verdunstet. Ist die Oberfläche rostig oder rau, ist eine Prüfung mit diesem Verfahren schwierig. Das rote Eindringmittel wird großzügig aufgetragen, sodass der zu prüfende Bereich vollständig benetzt ist. Um eine gute Penetration der Risse zu gewährleisten, sollte das Eindringmittel mindestens 10 Minuten einwirken. Danach wird das Prüfstück erst grob mit fusselfreien Tüchern abgetupft und dann vorsichtig unter fließendem Wasser abgespült. Wenn auf der Oberfläche keine Farbspuren mehr zu erkennen sind, kann das Bauteil mit einem Heißluftföhn getrocknet werden. Im Anschluss wird unter dem Abzug eine hauchzarte Schicht Entwickler aufgetragen. Unter ständiger Beobachtung ist nun zu ermitteln, wo sich Risse abzeichnen. Nach einiger Zeit hat sich rund um die Risse so viel Farbeindringmittel gesammelt, dass der genaue Rissverlauf nicht mehr eindeutig erkennbar ist. Dieser Effekt wird auch als Ausbluten bezeichnet. Ist die Prüfung beendet, wird das Bauteil gereinigt und mit etwas Öl konserviert.